So, ich war hier gerade auf dem Server und wollte farmen. Und dann bin ich zur Tür rausgegangen und hab Folgendes gesehen. Es regnet Hühner. Und auf den Hühnern sitzen Schweine drauf. Was ist das? Ich habe sowas noch nie gesehen. Bist du gerade runtergefallen? Ja, ich bin runtergefallen. Schaut euch das mal an. Das ist komplett verrückt. Was ist das? Regenhühner. Hühnerregen, Schweinedinger. Was weiß ich? Und wenn sie runterfallen, dann explodieren sie und sind einfach tot. Sie fallen ins Wasser. Schon lustig. Ich kann sie nicht mal hauen. Sonst könnte ich ja... Oh, ich bin im Wasserloch. Die machen aber auch keinen Schaden. Nein, die machen keinen Schaden, aber... Aber das sind Schweine. Ich müsste die doch töten können und Essen bekommen. Du denkst wieder nur ans Essen. Ja, Essen. Schaut euch das mal an, was ist das? Hühner mit Schweinen auf dem Rücken und die fallen einfach so vom Himmel runter. Na gut, bei der Gelegenheit habe ich mir gedacht, kann ich auch gleich die nächste Folge aufnehmen, nachdem ich sowieso schon mir überlegt hatte, was ich in der nächsten Folge mache. Und, naja, mit dabei ist natürlich wieder die Blutorange. Ja, natürlich. Und bevor es losgeht, ist etwas passiert. Er dachte sich, er hat keinen Bock mehr auf mich und muss ausziehen. Ey, ich bin fast tot! Deswegen bin ich jetzt ganz alleine hier. Und ja, übrigens, es ist gerade so ungefähr Weihnachten, deswegen sind hier alle Kisten Truhen, aber das ist egal. Also, wenn die Folge rauskommt, ist es wahrscheinlich eher nicht mehr Weihnachten, aber nachdem es gerade Hühner regnet, musste ich jetzt unbedingt aufbauen. Das ist, glaube ich, eine Mining Turtle. Ja. Oh, bitte nicht hier graben lassen, sonst sind alle meine Sachen tot. Und wenn wir erstmal hier in die Truhe schauen, nein, das war die falsche, in diese Truhe, da sehen wir, ich habe schon ziemlich viel gefarmt, also wir können einiges anstellen jetzt schon. Und außerdem habe ich auch eine Portal Gun gefunden. Ich habe mir hier auch ein tolles Portal gemacht, wenn ich hier reinspringe, bin ich direkt unten in der Höhle und kann farmen. Ja, die Höhle ist ziemlich groß und auch ziemlich weit unten, also vielleicht gibt es hier auch noch ein paar Dias. Und genau, was wir diese Folge machen wollen, ist Folgendes. Also zuerst mal möchte ich umziehen, das werde ich wahrscheinlich nicht aufnehmen. Ich werde meine kompletten Sachen nehmen und mir hier drüben, halt da drüben in diesem Berg, ein schönes kleines Haus bauen mit, was weiß ich, Fenstern nach draußen. Aber im Prinzip ist das ganze Haus im Berg drin. Hier haben wir auch einen schönen Überhang. Vielleicht können wir da noch was machen. Was? Du warst im Berg? Ich baue im Berg, ja. Mhm. Vielleicht geht es auch nach draußen, ich weiß es nicht. Oder ich mache mir oben einfach nur eine Solaranlage drauf. Mal schauen. Und danach baue ich mir Folgendes. Wir haben hier eine sogenannte Power Armor in diesem Mod. Die gibt. Ja, ist ein bisschen teuer. Ein bisschen Gold, Redstone und Eisen und so. Aber wir können uns die ziemlich gut modifizieren und dadurch ja ganz schöne Effekte bekommen, wie zum Beispiel, dass wir keinen Fallschaden mehr bekommen oder schneller laufen können und so. Und wir haben hier auch ein Power Tool. Das können wir als Spitzhacke, Axt, was weiß ich was alles verwenden. Und das wollen wir uns in dieser Folge bauen. Aber zuerst ziehen wir mal schnell um und dann sehen wir uns wieder, wenn ich hier schon mal so ein Anfangshaus gebaut habe. So, ich bin jetzt fertig umgezogen. Hier ist mein Haus. Das hier wird dann später noch der Eingang. Ich habe mir hier eine wunderschöne Treppe nach unten gebaut. Okay, die wird natürlich auch noch besser gebaut. Hier ist mein Bett, meine Truhen. Hier habe ich einen schönen Ausblick nach draußen. Wenn wir weiter hier rüber gehen, habe ich mir hier erstmal eine Ofenwand gebaut. Und da ist der Anfang von meinem Technikraum. Hier sind zum Beispiel meine beiden Pulverisierer. Die pulverisieren gerade nicht fleißig. Was ist hier? Aber sollten sie auf jeden Fall machen. Und was ich mir überlegt habe, die Wände werde ich aus diesen Bricks hier machen. Die gibt es in verschiedenen Farben. Die machen wir aus diesem Xychorium. Das hat im Prinzip kaum eine andere Verwendung, als dass man diese Dinger da draus machen kann.
ein bisschen was gibt's schon, aber nichts, was ich jetzt unbedingt brauche. Und wenn wir mal hier schauen, da gibt's eben diese Bricks hier, die eigentlich ganz schön sind, wie ich finde. Und mal schauen, da kann man bestimmt was Schönes draus machen. Ich gehe mal kurz ins Bett. Bist du oben? Schläfst du? Ja. Gut, passt. Gut, und jetzt werden wir mal anfangen, uns unsere Power Armor zu machen. Dafür brauchen wir zuerst den Tinker Table. Den haben wir hier. Der ist gar nicht teuer, außer Smaragd und ein bisschen Lapis und Eisen. Und dann brauchen wir noch die Power Armor und das Power Tool. Die machen wir aus ein bisschen Eisen und diesen Y-Rings, die man aus Redstone und Gold Nuggets macht. Gold Nuggets macht man natürlich ganz einfach, indem man Gold ins Inventar macht. So, dann machen wir davon ein paar. Einmal der Helm, einmal die Schuhe, die Hose und die Brustplatte. Und dann machen wir uns noch das Power Tool. Das können wir dann unter anderem einfach als Spitzhacke, Axt oder Schaufel verwenden. Oder was auch ganz toll ist, wir können da zum Beispiel eine Railgun einbauen oder eine, was gibt's noch? Müssen wir schauen. Auf jeden Fall platzieren wir jetzt erstmal den Tinker Table. Und wenn wir jetzt hier Rechtsklick drauf machen, dann sehen wir hier alle Rüstungsteile, weil wir die im Inventar haben. Wenn wir es hier drauf drücken, dann sehen wir hier ganz viele verschiedene Sachen, die wir ja sozusagen einbauen können. Und wenn wir jetzt mal zum Beispiel auf die Batterie drücken, die wir auf jeden Fall brauchen, weil das nicht funktioniert, dann sieht man hier unten, was wir dafür brauchen. In dem Fall jetzt ein HV-Capacitor. Und wenn wir das jetzt mal hier unten eingeben, können wir uns ganz normal das Rezept anschauen und uns den bauen. Das mache ich jetzt mal. Ich baue mir ein paar Sachen und dann können wir auch schon die Power Armor sozusagen modifizieren und verwenden. Vor allem das Power Tool finde ich ganz toll. Wie gesagt, wir haben hier alle Werkzeuge in einem, können das dann auch noch verbessern mit einer Diamantspitzhacke im Prinzip. Und wie gesagt, wir können uns eine Railgun einbauen oder eine Plasmakanone, was dann auch ganz toll ist, weil dann brauchen wir auch kein Schwert mehr. Der einzige Nachteil an der Rüstung ist, wir müssen die immer wieder aufladen. Dafür brauchen wir einen Generator. Generator, genau da unten. Der ist eigentlich gar nicht so teuer. Das einzige, was wir brauchen, ist Refined Iron. Das haben wir ja schon hergestellt. Dann ein Iron Furnace, den machen wir wie einen ganz normalen Ofen, nur mit ein paar Eisenbarren statt Steinen. Und dann diese Batterie. Für diese Batterien, die wir brauchen, machen wir aus Zinnbarren und ein bisschen Redstone und ein Kupferkabel. Kupferkabel bekommen wir aus Kupfer und Gummibarren sozusagen als Isolierung. Und habe ich irgendwo noch Gummi? Da ist noch ein bisschen Gummi. Genau, das mache ich einfach, indem ich das Gummi, was ich von den Bäumen kriege, hier in den Ofen tue und dann bekommen wir diese Gummibarren im Prinzip. Da kann ich mir hier schon mal welche raustun, weil ich schon mal welche gemacht habe. Und dann machen wir einfach die hier unten hin. Und in die Mitte ein bisschen Kupfer, was ich natürlich jetzt nicht dabei habe. So, jetzt haben wir 6 von den Kupferkabeln. Dann brauchen wir noch die Batterie, die haben wir jetzt auch. Und dann können wir uns auch schon den Generator bauen. Genau, dann brauchen wir noch den Iron Furnace. Und dann müssten wir den auch schon bauen können. Genau, da haben wir den Generator. Den können wir jetzt auch einfach platzieren. Ich stelle den mal direkt hier neben meinen Tinker Table. Und den kann ich jetzt ganz normal mit Kohle betreiben, falls ich Kohle habe. Ich habe natürlich keine Kohle. Nehme ich mir schnell was aus dem Ofen raus. Und dann macht der Strom aus Kohle.
Genau. Das brennt jetzt und wir sehen hier, es lädt sich langsam auf. Und wenn unsere Power Armor oder das Power Tool dann leer ist, können wir es einfach hier oben reinlegen und dann können wir es wieder aufladen. Außerdem könnten wir uns noch eine Battery Box machen. Das müssen wir, glaube ich, nicht. Das sollte auch so mit dem Generator funktionieren. Auf jeden Fall mit der oder Batbox. Die machen wir einfach aus einem Kupferkabel, ein paar von diesen Batterien und Holz. Die ist sozusagen ein Speicher für den Strom. Und wenn wir die mit dem Generator verbinden, dann schaut er sich jetzt direkt schon voll, weil der nicht so viel Kapazität hat. Aber wenn wir die Batbox daneben stellen würden, würde der die aufladen und dann haben wir da sozusagen Akku stehen und können unseren Strom speichern. Genau, jetzt baue ich wie gesagt erstmal ein paar von diesen Upgrades für die Power Armor und dann schauen wir mal, was wir da rausholen können. So, ich mache mir direkt mal ein paar von diesen High-Voltage-Batterie-Dingern, das sind die besten. Mit denen hat meine Power Armor dann am meisten Strom, also kann am meisten Strom speichern, mehr geht dann wahrscheinlich nicht. Natürlich ist sie auch die teuerste, ich brauche hier eine Enderperle dafür und weil ich keine Lust habe, jetzt 20.000 Endermans zu töten, nehme ich mir hier meinen Miniumstein, den wir ja in der ersten Folge gebaut haben, mache den hier ins Inventar und außenrum ein paar Eisenbarren und dann bekommen wir auch schon eine Enderperle und ich muss nicht ewig lang draußen rumlaufen und Endermans farmen, sondern kann mir hier einfach so viele Enderperlen machen, wie ich Eisen habe. Genau. Glowstone Staub habe ich auch schon ein bisschen. Wir waren ja echt schon in der Hölle und haben schon ein paar Lohnrouten gefahren. Direkt beim Höllenportal war nämlich eine Festung. Das habe ich leider nicht aufgenommen. Können wir auch nochmal hinschauen demnächst vielleicht. Und genau, jetzt können wir uns direkt mal ein paar von den Batterien machen. Glas habe ich, Glowstone habe ich, Enderperlen habe ich und davon habe ich sowieso mehr als genug. Und da haben wir jetzt direkt drei von diesen Batterien. Und wenn wir jetzt wieder zu dem Tinker Table gehen und dann auf, nehmen wir das Power Tool drücken, dann können wir hier die beste Batterie auswählen, Install und dann ist die Batterie jetzt da drin eingebaut. Jetzt haben wir nur noch zwei im Inventar. Magst du und dich mal kurz hier schlafen legen? Ja, wenn wir jetzt das Power Tool nehmen, sehen wir oben links, es hat 750. Ja, gut, das ist vielleicht jetzt nicht so ganz richtig, wie es da steht. Aber das mit dem Bett muss ich unbedingt noch anders machen. Auf jeden Fall sehen wir, es ist ganz voll. 750 von 750. Genau, und jetzt kann ich mit dem Power Tool zum Beispiel hier. Ah, nee, kann ich nicht, weil ich noch nicht die anderen Sachen installiert habe. Natürlich muss ich erst noch Axt, Pickaxe und Schaufel installieren. Die mache ich aus Eisenbarren und diesen Solemnit-Dingern. Und die mache ich einfach aus ein bisschen Eisen und diesen Byrings, wo ich sowieso mehr als genug habe. Das mache ich schnell. Und jetzt kann ich mir hier die Schaufel installieren und die Spitzhacke und die Axt. Und wenn wir jetzt unser Power-Tool nehmen, können wir hier einfach den Stein abbauen. Wir sehen auch ganz langsam wird oben links die Energie weniger und wenn die leer ist, müssen wir ihn wieder in unseren Generator tun und dann müsste der aufgeladen werden. Das können wir auch direkt mal ausprobieren. Genau, jetzt ist er wieder voll und der Generator füllt sich direkt wieder auf. Außerdem können wir ihn als Schaufel verwenden, wir können die Erde super schnell abbauen und theoretisch müsste es als Axt auch funktionieren. Genau, wunderbar. Und theoretisch, wenn ich das richtig verstanden habe, müssen wir, also beziehungsweise können wir, wenn wir uns hier jetzt dieses Diamant-Upgrade holen. Ja, das können wir eigentlich direkt machen. So, jetzt können wir uns auch direkt das Diamant-Upgrade installieren und theoretisch müsste es jetzt deutlich schneller gehen. Nein, tut es nicht. Schade. Dann weiß ich auch nicht, was das jetzt gebracht hat. Ach so, jetzt können wir Obsidian damit abbauen. Das konnten wir davor nicht. Ja gut. Da hätte ich mir die Dias auch sparen können, ganz ehrlich. Naja, egal. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier mit dem Power Tool eine Spitzhacke, Axt und Schaufel in einem. Das heißt, wir brauchen das Zeug nicht mehr. Weg damit. Jetzt
haben wir mehr Platz im Inventar. Genau, viel besser. Wir können jetzt alles hier mit abbauen, sowohl Holz, Stein, als auch Erde. Ja gut, das kann ich auch mit der Hand. Und sogar, nachdem wir uns das teure Diamant-Upgrade geholt haben, auch Obsidian. Was wir jetzt noch machen können, ist, ich schau mal schnell, was dieses Railgun-Upgrade kostet. Ah, da brauchen wir nochmal so ein Batteriedingens. Ah, wir haben noch welche, gut. Dann baue ich mir das noch, weil ich denke, das könnte ziemlich interessant werden. Und jetzt können wir uns hier auch schon die Railgun installieren. Nein, geht nicht. Habe ich nicht genug gemacht, oder wie? Nein, ich habe nicht genug gemacht, Mann, bin ich blöd. So, jetzt habe ich aber mehr als genug. Jetzt habe ich mir sogar schon 20 Stück gemacht, weil die brauchen wir so ziemlich für alles. Das heißt, jetzt können wir uns sicher die Railgun installieren. Genau, und wenn wir jetzt mal schauen, theoretisch. Ja, wie funktioniert die jetzt? So, ich habe rausgefunden, wie ich die Railgun verwende. Und zwar muss ich einfach mein Power-Tool in die Hand nehmen und dann, wenn ich Shift drücke und das Mausrad bewege, kann ich den Modus auswählen. Und jetzt kann ich... Okay, wir brauchen irgendwas, was ich abschießen kann. Zum Beispiel das Schaf hier. Einfach abschießen. Oder vielleicht auch die Tintenfische da unten. Oh, und ich merke gerade, die Railgun hat einen ganz schönen Rückstoß. Ich bin hier direkt in das Loch reingefallen. Also da muss ich mal schauen, dass ich vielleicht mir irgendwas noch gegen den Rückstoß mache. Weil der ist schon ordentlich, oder? Okay, wir gehen jetzt zu einem Dungeon, das wir zufällig gefunden haben. Das ist sogar direkt neben unserem Haus. Okay, die Railgun ist ziemlich stark. Ich hab das noch nie gesehen. Ja, da, dieser Erdhügel. Das ist ein Huhn. Siehst du den Erdhügel? Hier. Ich sehe einen Huhn. Dieser Erdhügel hier ist ein Dungeon. Wir haben hier direkt, wenn wir einmal außen rum gehen, einen sehr einladenden Eingang. Und mal schauen, was wir da drinnen haben. Wahrscheinlich erstmal einige Spawner. Los, stirb. Oh, das bist du, scheiße. Lass mich die Truhen aufmachen, ich will die Truhen aufmachen. Bau den Spawner ab. Oder nimm ihn. Ich will auch in Ruhe schauen. Ja. Nimm den Spawner. Warte, ich mach einmal Fackeln. So, kommen wir schon rein? Okay, nichts raus. Erst in die hier. Okay. Wow, eine Biene. Nein, das Kupfer. Hey, nein, habe ich gesagt. Okay, ich nehme mir das. Was haben wir da? Stahlbrustplatte. Ja gut. Das war jetzt irgendwie nicht so besonders toll. Alter. Ich mach ihn ab, okay? Zu Schwein. Nein, lass ihn einfach. Nein, lass ihn einfach. Okay, dann esse ich schnell noch was und dann würde ich sagen, war es das auch schon von der Folge. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen. Und schreibt mir auch gern einen Kommentar. Und ihr könnt auch gerne bei der Blutorange vorbeischauen, der hat ja auch einen Kanal. Und dann würde ich sagen, ciao, bis zur nächsten Folge. Tschüss.